Hallo und herzlich willkommen hier aus Hasewinkel. Wie Sie sehen, es geht um Mähdrescher auch in diesem Video. Mein Name ist Mara Bergmann, Klaus Schäfer ist bei mir, der Vertriebstrainer von CLAAS. Und wir schauen uns natürlich den neuen TRION an, beziehungsweise die ganze Baureihe. Und heute geht es um CEMOS, Klaus. Warum ist das so wichtig? Was gibt es da Neues? Warum brauchen überhaupt Fahrer CEMOS? Ist ja auch teuer, ne? CEMOS kostet Geld, auch wenn es nur eine Software und ein paar Hardware-Komponenten sind. Aber CEMOS ist sehr wichtig und ist auch wirtschaftlich interessant und das wollen wir heute genau in diesem Video erklären. CEMOS ist ja praktisch eine Überschrift und steht für CLAAS elektronisches Maschinenoptimierungssystem. Das ist eine große Überschrift für viele, viele Komponenten, die man auch einzeln kaufen kann. Und die sehen wir hier in der Tabelle, ne? Genau, wir sehen hier auf der Tabelle, für den Tucano gab es bereits zwei CEMOS-Komponenten. Die erste war Auto Crop Flow. Auto Crop Flow heißt auch auf Deutsch automatische Gutflussüberwachung. Das ist nichts anderes wie eine Schlupferkennung. Also wenn die Maschine anfängt, Stimmen zu machen, die Aggregate unterschiedlich schnell drehen, dann fangen auch Riemen an zu schlupfen. Und wenn Riemen anfangen zu schlupfen, gibt das Verschleiß für die Maschine, beziehungsweise der Gutfluss ist unsauber, das Dreschen wird unsauber und so weiter, bis hin zu Verlusten. Und das verhindert diese Automatik. Und eine weitere Automatik, die es schon gab, war Autoslope. Autoslope ist eine automatische Gebläseregelung, wo bei Bergabfahrt der Wind etwas stärker aufgedreht wird, dass das Gebläse mehr pustet, bei Bergauffahrt etwas weniger. Und somit wird praktisch die Gebläseleistung bei Bergab und bei Bergauffahrt absolut harmonisiert, stabilisiert. Klingt erstmal praktisch. In jedem Fall muss der Fahrer nicht so viel selbst machen. Aber hat er auch noch andere Vorteile dadurch? Klar, der Fahrer wird entlastet, du hast es schon gesagt. Aber der Hauptvorteil von beispielsweise Auto Crop Flow ist der Verschleiß der Riemen. Man muss sich nur mal vorstellen, so ein Satz Riemen, den zu erneuern, kostet genauso viel wie diese Softwarefunktion Auto Crop Flow. Also hast du da ein relativ schnelles Payback. Und bei Autoslope hast du natürlich eine bessere Bunkerware, der Korntank ist sauberer, du hast mehr Qualität und im Zweifelsfall auch weniger Verluste im Hang. Ne, also auch das rechnet sich nach relativ kurzer Zeit. Apropos rechnen, jetzt sind diese beiden Optionen ja noch relativ günstig, aber wie sieht es mit den anderen aus? Genau, rechnen muss unser Kunde immer, ne, und speziell in der Trion-Baureihe, da wird auch sehr viel aufs Geld geguckt. Und das nächste beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet im Prinzip der Cruise-Pilot. Der Cruise-Pilot ist eine automatische Fahrgeschwindigkeitsregelung, die gab es im Tucano nicht, die ist jetzt im Trion verfügbar, wie auch alle Automaten hier rechts auf der Seite zu sehen sind, für alle Trion, auch für die Schüttler, verfügbar sind. Und was macht ein Cruise-Pilot? Der regelt die Fahrgeschwindigkeit automatisch in Abhängigkeit vom Bestand. Also wenn weniger kommt, fährt er schneller, wenn mehr kommt, fährt er langsamer. Jetzt sehe ich hier in der Tabelle noch die CEMOS Dialog Software. Warum sollte ein Kunde die kaufen, wenn er gleichzeitig auch einen Automaten haben könnte? Ja, da sprichst du ein heikles Thema an, Mara. Du weißt, die meisten Fahrer von Mähdrescher sind Männer und Männer haben es ja nicht so mit der Kommunikation, mit dem Dialog. Ne? Immerhin einer, der es zugibt. Ja, bisschen Spaß ist auch dabei. Nee, aber Spaß beiseite. Wenn ein Fahrer immer mit einem Automaten fährt, lernt er nichts von der Maschine. Und die Automaten können ja auch nicht die ganze Maschine einstellen. Du hast ja auch noch ein Schneidwerk, du hast ja auch noch einen Häcksler hinten. Und die Dialogsoftware, die ergibt jetzt die Möglichkeit, dass der Fahrer die Software fragen kann, wie kann ich mein Problem im Schneidwerk abstellen, wie kann ich mein Problem im Häcksler abstellen. Und die Dialogsoftware gibt dem Fahrer dann Vorschläge bis hin zu Bildern aus der Betriebsanleitung, gibt ihm Lösungsvorschläge. Und wenn die Maschine eine Aktorik hat, also sprich Verstellmotoren, macht die Dialogsoftware das sogar alleine. Also das ist ein sehr guter Weg, die Maschine zu optimieren und zu verstehen. Jetzt gibt es hier beim Trion noch einige Automatikfunktionen, die der Tucano nicht hat. Welche beiden sind denn deine Favoriten? Genau, Mara. Also meine Favoriten sind zweifelsohne hier unten Auto-Trashing und Auto-Cleaning. Ganz einfach, ich will zwei Beispiele aus der Praxis nennen. Wenn du ein Feld antrichst, ne, und da musst du etwas langsamer fahren, weil dort Äste und Steine und Hecken reinragen. Wenn du aber langsamer fährst, wird automatisch der Korntank unsauberer, weil deine Reinigung auf volle Fahrt eingestellt ist. Und Auto-Cleaning beispielsweise stellt den Korntank unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit, unabhängig von dem, was vorne reinkommt, immer auf sauber ein. Das heißt, du hast immer total gleichmäßige Bunkerware. Und das nächste Beispiel, das fand ich ganz interessant, aus Schweden. Da habe ich mal auf einem Biobetrieb getroschen, der hatte sehr viel Verunkrautung im Weizen. Du hast von oben fast keinen Weizen mehr gesehen vor lauter Grünzeugs und im Korntank kam sauberer Weizen an.
Und das hat mich so beeindruckt. Der Farmer sagte selbst, er hätte noch nie erlebt, dass man so schmutziges Getreide so sauber dreschen und reinigen kann. Also das war ein klassisches Beispiel für Autotrashing. Also wie beim PKW gibt es auch beim Mähdrescher immer mehr Automatikfunktionen. Und genau dazu habe ich jetzt eine Zuschauerfrage für Sie. Diese lautet, welche dieser Aussagen ist richtig? A. Zu jedem TRION-Modell gibt es eine Vielzahl von Automatikfunktionen. B. Durch eine automatisch geregelte Erntegeschwindigkeit kann man die Flächenleistung um bis zu 10% steigern. C. Auto Crop Flow gibt dem Fahrer mehr Sicherheit und minimiert den Riemenverschleiß und die Kosten. Und D. Auto Thrashing erhöht die Sauberkeit im Korntank. A, B, C oder D? Oder gibt es vielleicht mehrere richtige Antworten? Klaus weiß Bescheid. Die Antwort ist relativ einfach, alles ist richtig. Ja, weil sobald du in einen Automaten investierst, hast du immer eine Verbesserung. Sei es in Form von Durchsatz, sei es in Form von Getreidequalität oder Fahrerentlastung oder dass der Fahrer dazulernt. Also sobald du investierst in CEMOS Automatik, gewinnst du als Kunde. Die Frage ist für dich, für deinen Betrieb, was nützt dir am meisten? Und das Schöne ist, für alle TRION-Modelle, auch für die Schüttler-Modelle, sind alle Automaten hier erhältlich. Außer Auto-Shopping, das steht nicht auf dieser Liste, das gibt es nur für die großen Lexion-Maschinen. Und all diese Automatikfunktionen steuert der Fahrer oder die Fahrerin aus der Kabine heraus. Und genau diese, die Kabine nämlich, schauen wir uns im nächsten Video ganz genau an. Ich freue mich sehr, wenn Sie dabei sind.